So, wir spielen Battle Block Theater. Robin, Dani und ich haben das alle noch nicht gespielt zuvor, nur so ein bisschen gesehen. Wir wissen also nicht, das immer spielen. So, also ich weiß nicht mal so richtig, was man macht, außer dass es wieder sehr chaotisch werden kann. Es kommt von den Machern von Castle Crashers. Und es hat eine sehr, sehr tolle Story und sehr coolen Humor mal wieder. Deswegen machen natürlich auch die Story und gucken uns die Zwischensequenzen an und sind still währenddessen. Ja. Oh, das geht aber nur zu zweit. Oh. Dann macht bitte ihr beide. Ich bin... Na gut. Ich möchte nur observen. Prisoner 3 bist du. Ich bin einfach der gute Mensch. Wollt ihr denn gelb sein? Warte mal, das fand ich gut. Hä? Huh? Ach komm, wir sind weiß. Die Musik, ja? die Musik ist super. Irgendwie. Okay, dann musst du nochmal A drücken. Ready. Das ist aufregend. Good evening, boys and girls. Ladies. And a gentleman, turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh! Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike. Ach so! Ah! The most noteworthy friend on board. Und das Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all. And the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic... Fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder. Boom! And the lightning. Boom! And the wind. Boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like spike. Even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of fire. And everyone else was like, really? You are genius. And Hattie was all like, hey, be nice. Giant waves crashed the boat to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, space, splash, splash, and there was this huge whale like, it's super scary, and I think there was a shark. Yep, there he is, oh god. And then Hattie was all like, hold on to your butts, land ho, and bang, 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 smash. A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Jesus Christ. What a strange, mysterious island. What's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. But where have they gotten to? Sollen wir mal kurz aufzureden? To Battle Block Theater. Sieht nicht so aus, oder? Ach doch, Quips Volume. Wenn das andere ein bisschen runter machen. Ja, noch deutlich runter, würde ich sagen. Noch weiter. Warum? Die Musik auch. Warum? Naja, dass sich das nicht so bei uns... Also jetzt gerade hören wir doch schon nichts mehr, oder? Kann sein. Probieren wir es einfach. Ja. So, also was, man kann hier schubsen. Keep out! Ah, stop it! Und wenn du das im Gehen machst, dann im Gehen X. Wenn man sich duckt. Was hängt denn da an der Säule? Ja. Oh, Jesus! Das ist B, wa? Oh, ich kann schlagen. Oh. Okay, wenn du Y gedrückt hast, explodierst du. So oft.
Warte mal, wie hast du dies geworfen? Aber seid ihr nicht Freunde? Kreis. Nee, B ist bei mir das. Ach so, hä? Warum hab ich den jetzt gerade geschlagen? Alter? Warte mal kurz, warte mal kurz. Ja, weil du nah an mir dran warst. Hä? Hier, warte, jetzt. Aber gerade habe ich. Komm mal zu mir. Ja. So, jetzt mach mal B. Ah, okay, automatisch. Na gut, dann, los geht's. Ein Kino? Hm. Da war eine Katze. Geht's hier? Oh. Oh Gott. Okay. Kitties. Oh. Send help. Das ist immer beruhigend, das auf einer verlassenen Insel zu lesen. Ja, im Wesentlichen ist es lost. Weiß nicht, ob das so ein Spiel ist. Aber mit einem besseren Ende. Doch, könnte so ein Spiel sein, wo Koop-Modus es erschwert. Oh! Stopp jetzt. Das ist hier nicht Dings. Fang! Lions. Oh, happy day! It's Hattie! And look, he's made some wonderful new friends. Kitties. Ooh, and they got him a present. How thoughtful! Hey, wait a second. I don't think that was a present. Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't gonna be good. Clench your butt. Jesus Christ. Yep, that wasn't good. That wasn't good at all. It just happened. Aber wir sind eingesperrt. Wo sind wir? Eingesperrt. All prisoners this way. I hope you perform better than the last prisoner. Ah, die setzen jetzt Trials aus wahrscheinlich. Ich mein, Chapter Run. In dem Gefängnis müsste ich auch sein, die Katzen sehen voll putzig aus. Toll. Betrayed by Hattie. Oh, oh. Ah. Okay. Das ist wirklich sehr lustig. Achso, one, okay. Oh Gott, das sind sogar Leute. Deswegen auch Theater, wenn wir spielen. Yeah. Ja. Ah, okay. Scene one. Oh, ich performe vor lauter Kätzchen. Ja, böse Nazi-Kätzchen, ey, das ist nicht so lustig. Aber Kätzchen. Warte, steht da. Wir können uns aufnehmen. Du kannst okay, werf mich hoch. Warte. Nein. Oh, was? Nein. So rum. In die andere Richtung. Ja, verdammt. Nein. Ich verstehe nicht ganz, wie der entscheidet, in welche Richtung man fliegt. Ja. Warte, du musst dich hochhelfen, Alter. Wer von euch ist nochmal wer? Ich bin der mit dem Mensch. Ich bin der Mensch. Okay, du bist ein Mensch. Komm. Oh. Take my hand. This is not going to work. Ach so. Wir scheitern schon im ersten Level. Warte mal, aber wie kann ich denn entscheiden, wo ich dich hinwerfe? Drück jetzt mal nach oben. Ich hab erst nach oben gedrückt währenddessen. Jungs, komm, im Flug. Kann ich... Ja. Ah, du kannst okay, springen. Wir müssen springen. Aber die Wolke ist doch auf. Nee, wenn du springst, gleichzeitig. Oder müsst ihr euch irgendwie vielleicht... That didn't work! That didn't work! Jetzt sind wir bald gekommen, wa? Hä? Du musst einfach da rein und dann nochmal Doppelsprung machen. Goddammit. Die Zuschauer alle schon, Mann, ey. Ich glaube, die Level sind tatsächlich unterschiedlich, wenn du allein und Koop spielst. Autsch. Nein, no. Oh Gott. Wie bist du denn jetzt wieder drüber? Einfach gesprungen? Bin einfach gesprungen, ja. Goddammit. Warte. Rechts. Aber hier ist auch schon ein Exit. Aber hier ist ein Extra. Die Wolken sehen ja so aus, als könnte man nicht drüber gehen. Boah, das wird die Katzen glücklich machen. Was? Ein Wollknäuel. Das ist das böse Katzenregime. Ich wäre da voll für. Ist irgendwie so oberflächlich fröhlich, aber auch sehr verstörend. Bedrohlich. Ja. Es ist irgendwie leicht verstörend, wenn du hinter die Katzen und die weinenden Leute. Die nehmen die hier gefangen, um für sie zu unterhalten. Ja. Ja, komm her, komm her. Ich will dich da hochwerfen. Oh! Sorry. Ah, Friend! Oh, voll sad. Okay, ich hab's im Hinblick. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wann der entscheidet, wie rum man geworfen wird, aber... Ne, in welche Richtung auch immer du stehst. Sah gerade sehr gekonnt aus. Ne, aber manchmal macht er nach vorne, manchmal nach hinten. Warte, hier ist ein Extra. Ich möchte kurz erwähnen, ja, aber ich weiß gar nicht, wo es überhaupt lang geht. Na, wir müssen diese Kristalle aufsammeln. Die Musik ist gerade super. Wir, und nur dann wird das Ende geöffnet. Das ist ja? Exit open. Da links bestimmt... Ah, da links noch was. Warte, da links noch was. Ah, ist das jetzt weg? Okay. Und wir müssen uns werfen da wieder, glaube ich. Komm.
Yeah. Okay. Ah, shit. Okay. Und dann jetzt nach rechts und dann. Ja, goddammit. Jetzt. Können wir uns in der Luft werfen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Leute. Vielleicht auch einfach von da rechts werfen dann. Oder ja. Weißt du was? Nein, ich will das haben. Oh, verdammt. Wo? Wo? Da ist das Wortknoll. Aber da muss man zwei dafür. Dahin. Mach einen Doppeljump. Oh Mann! Warum ist das so einfach? Kompliziert sich das jetzt halt so. Nein! Oh, das sieht voll sad aus. Aber es scheint Hand. Keine negativen Auswirkungen zu haben. Nee, man hat scheinbar auch keine. Oh, die ist auf die Psyche. Leben. Oh. Bei mir sieht es nicht so traurig aus. Toms Gesicht sieht ja auch die ganze Zeit so. Guck mal, was hier links geht. Da war noch ein. Also hier geht's zum Exit. Oh! Achso, nee, au! Oh. Oh Gott! Warte. Die Musik ist super. Steuert sich sehr, sehr smooth. Das hat dich zu Tode geküsst. Bestimmt, weil ihr einen Wollknäuel habt. Ja, töte ihn ins Wasser. Werf ihn ins Wasser. Ja, warte. Nein, ich hab mich da ins Wasser geworfen. Versuch's. Das geht nicht, glaube ich. Was macht die? Aua. Töte ihn. Guck mal, töte ihn. Wir kuscheln. Wir müssen ins Exit, doch. Doch. Ich will ihn ins Wasser. Ja, gut. Hey. I've seen better. Du hast halt gerade. Also, steuerst du gerade mit Steuerkreuz? Nee. Du hast das gute Xbox-Steuerkreuz, da wird es wahrscheinlich noch besser. Das gute neue Xbox-Steuerkreuz? Ja, ich bin inzwischen schon so gewohnt, auch 2D-Sachen mit analog. Also, damit, wenn ich da wieder dran gewöhnt, das ist echt ein sehr, sehr schönes Steuerkreuz. Ich probier's mal gerade. Also, ich spiele an einem Xbox One-Controller, deswegen. Genau, nicht an einem 360. Oh Gott! Spring noch! Ich glaub, solange, oh! Solange wir nicht beide sterben, ist alles gut.